Biotype ist hier in Dresden groß geworden. Vor 15 Jahren haben wir Biotype hier gegründet und Dresden ist unsere Stadt. Wir können uns gar nicht vorstellen, an einem anderen Standort zu sein. Die Biotype ist ein Unternehmen der Molekulargenetik. Die Biotype stellt Produkte her, die eben wesentlich schneller, wesentlich präziser zu Ergebnissen kommen in der Diagnostik, wenn man das vergleicht mit traditionellen Methoden. Gegründet haben wir das Unternehmen mit der Ausrichtung auf die Forensik. Wir haben ein relativ flottes Wachstum hinbekommen, nachdem wir die Produkte entwickelt hatten. Und es ist uns gelungen, eine ziemlich starke Marktstellung im Bereich der Forensik aufzubauen. Mit dem Wissen, vor allen Dingen auch in vielen technologischen Methoden, ist es uns dann wiederum gelungen, einen ersten Schritt in die Humangenetik zu machen. Die andere große Sache, wo heute der Trend in der Humangenetik hingeht, in der Humanmedizin, ist die personalisierte Medizin. Dort kommt es darauf an, Produkte, die eingesetzt werden können, Therapeutika, vorher schon so zu spezialisieren, zu gucken, auf wen dieses Therapeutikum denn wirklich anzuwenden ist, ob das eine Wirkung hat oder keine. In der Onkologie, der Krebs ist immer noch lange nicht besiegt und da sind noch viele, viele Untersuchungen zu machen, die eben beginnen mit der Diagnostik. Und wir wollen das sächsische und das deutsche Diagnostikunternehmen sein, das über die Genetik kommt und dort eben Lösungen anbietet, die es heute noch nicht gibt. Die Produkte, die wir heute entwickeln, können Sie sich vorstellen, basieren natürlich auf sehr, sehr hohem technologischem Know-how. Dieses Know-how wird hier speziell für die Produkte bei uns im Unternehmen entwickelt, aber wir können das nicht alleine tun. Wir brauchen dazu Partner. Wir brauchen dazu Partner in den Kliniken, die uns einerseits mit dem Material versorgen, das wir validieren müssen. Und auf der anderen Seite gibt es eben viele Forschungsergebnisse, die wir aus den Instituten wie Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Gesellschaften, Helmholtz und so weiter hier benötigen, mit denen wir sehr enge Zusammenarbeit pflegen. Einerseits sind es eben die Institute, über die wir schon vorher geredet haben, aber es sind vor allen Dingen eben die vielen Unternehmen auch, die dazu beitragen können, das Netzwerk, das wir zum Beispiel über Biosaxony hier zusammengefasst haben. Es gibt jetzt ein neues Netzwerk zum Thema Medizintechnik. Wir sind mit Silicon Saxony, dem Netzwerk rund um die Halbleiterindustrie, auch sehr eng verbandelt. Hier gibt es einfach Ansätze. Man kann weiterdenken, man kann in neue Bereiche reindenken und auch ein politisch sehr aufgeschlossenes Umfeld brauchen, das nicht gegen alle neue Technologien ist, sondern das die Technologien aufgreift. Dresden lebt nun mal von seiner hohen Lebensqualität und von der Kultur. Und das in Verbindung mit einer hohen Technologie, die wir hier haben, das ist eine perfekte Symbiose und die Voraussetzung, hier wirklich neue, große, innovative Dinge schaffen zu können.